Testspiel. Es geht nicht darum, dass wir heute gewinnen. Wir wollten heute gucken, wo stehen wir. Wir haben gemerkt, dass wir viele Sachen schon richtig gemacht haben. Wir sind auf dem Weg nach oben. Wenn man das vergleicht mit den Spielen, die wir gegen Kroatien gespielt haben, war das schon ein Riesenschritt vorwärts. Der Gegner war auch dementsprechend stärker heute. Wir waren einfach in der Abwehr nicht clever genug, haben uns zu einfache Tore kassieren lassen. Und auch im Angriff haben wir gemerkt, okay, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Dafür haben wir ja noch eine Woche. Es ist jetzt echt schwer. Wir haben wirklich gut gekämpft. Wir haben aber, denke ich, der Ausschlag war, dass wir in der Abwehr einfach nicht den Zugriff bekommen haben. Wir haben einige Rückraumtore eingeschenkt bekommen, wo wir uns eigentlich vorgenommen hatten, zu attackieren an spätestens 9 Meter. Und das haben wir nicht geschafft. Und ich glaube, das waren zu viele dadurch einfache Tore. Ist die Vorfreude jetzt ein bisschen getrübt oder abhaken und weitermachen? Uns bleibt gar nichts anderes übrig, als abzuhaken. Ich denke, aus dem Spiel können wir lernen, wir können viel mitnehmen. Und das Positive müssen wir mitnehmen, an den Schwächen arbeiten und das einfach für uns nutzen. Wir haben einen Schritt vorwärts gemacht, leider nicht gewonnen. Super Kulisse, tolles Publikum, da muss man auch mal sehen. Es hat leider nicht für einen Sieg gereicht.